die Dakota und dann im Norden die Siksikon und die Cree, die größten Präriestämme waren. Es werden doch heutzutage sehr viele Indianerfilme gedreht, auch in Deutschland bzw. in Jugoslawien. Mhm. Entspricht der Inhalt dieser Filme etwa annähernd dem der Indianer, also dem Leben der Indianer? Der Wirklichkeit. Da müsste ich alle gesehen haben, um das zu beantworten, nicht? Es werden ja auch in Amerika selbst eine Reihe von Filmen gedreht und ich glaube, dass man sich in zunehmendem Maße bemüht, das Leben der Indianer mehr der Realität entsprechend darzustellen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir heute über das Leben der Indianer von der ethnologischen Seite her, also ihre Sitten, ihre Gebräuche, ihr tägliches Leben, viel mehr wissen als früher, weil die Forschungen viel weiter vorgedrungen sind. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, das heißt mehrere Bücher, Harka, das jetzt hier auch im Rundfunk ist. Gibt es diesen Harka wirklich? Da muss ich sagen, ja und nein. Ich habe, also Harka ist nur der erste von 6 Bänden. Diese 6 Bände laufen unter dem Titel Die Söhne der großen Bären.